Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir haben die Raptoren besiegt im letzten Part, trotz allem noch, da möchte man gerade staunen, und werden dann gleich zu den Questgebern zurückgehen, zu dem Jägerlein, den wir damals getroffen haben. Zuvor schauen wir uns kurz noch das Lager hier der Raptoren an, vielleicht finden wir was Tolles. Elixitbeutel zum Beispiel, ein Krug, Metallschrott, ja, ein bisschen was ist sogar da. Erzelein ist mir jetzt dabei nichts aufgefallen zum Abbauen. Oh. Da haben wir auch noch ein bisschen was, mächtiger Heiltrank sogar. Metallschrott ein bisschen, ja, das ist schon nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Haben wir hier noch was, das schaut verdächtig aus. Da scheint sie nur gegraben zu haben, die Viecherlis. Dantenkraut. Ja. Ja, ich glaube, das wär's. So, jetzt müssen wir die Questgeber zurückfinden. Die sind da normalerweise. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt die Quest eigentlich. Gesetz der Berserker. Alrik, Trophäe, spurlos verschwunden. Das scheint schon gewesen zu sein. Aber ich möchte trotzdem zu den Burschen zurück, ehrlich gesagt. Warte, da ist noch eine Pflanze. Ich muss mich jetzt nur noch erinnern, wo die sind. Aber ich glaube da oben, ne? Irgendwo. Warte, da vorne ist noch ein Kreta. Den nehmen wir auch mit. Komm her, Viech. Oh, schwacher Kreta. Ja. Der bringt nicht viel. Aber was wir haben, hoppala. Was wir haben, haben wir. So. Ich glaube, die waren da oben irgendwo. Na-da-da-da-da. Halt, ich stecke fest. Na-da-da-da-da-da-da-da. Ja, da drüben müssten sie sein. Halt, da ist noch ein Heilpflanzerl. So. Da ist noch eine. So. Sehr, sehr gut. Das meiste aus dem Schuttjahr haben sich andere schon geholt. Jo. Servus, wegen den Raptoren. Wegen der Raptoren. Die lauern niemanden mehr auf. Die lauern niemandem mehr auf. Jetzt kann Geron endlich wieder durchatmen. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Damit hast du dir meinen Respekt verdient. Schön. Dafür, dass mir die Biester nicht mehr mein Revier streitig machen, sollst du einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Und der viel größere Verdienst ist, dass du mir gezeigt hast, dass manch einer da draußen nützlich ist. Das hätte nicht jeder geschafft. Ja. Was steht als nächstes an? Was steht als nächstes an? Große Pläne schmiede ich nie. Aber eine Sache gibt es dann noch. Die wäre? Ein frisch gebrautes Bier trinken. Es ist schon viel zu lange her, dass ich eines hatte. Nur müsste ich dafür nach Goliath und das möchte ich gerne vermeiden. Darum bleibt nur der Griff zum Wasserschlauch. Aber ich hätte ein Bier hier. Bitteschön. Spar dir die Reise hier. Du gibst es Geron? Einfach so? Sure. Dadurch werde ich auch nicht ärmer. Das ist sehr großzügig von dir. Danke, Junge. Das ist auch kein schlechter Spruch. Oh, weh. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Sicher. Oh, schön. Was haben wir da überleben? Rüstung. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Du, das wäre aber nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir. Wir haben hier 5 Lernpunkte. Das gönnen wir uns. Umso weniger wir aufs Maul kriegen, umso besser. So. Ja. Guter Esser. Konstitution, da hat man so viel brauchen. Tiertrophäen. Meine Güte, da wird nur 5 Pünktchen fehlen. Aber mit Konstitution könnte man echt schon viel machen. Aber das kann man, glaube ich, erst bei einem Lehrer machen, ne? Lernen. So, bei uns hier, obwohl in der Konstitution ginge sogar. Soll ich da 5 opfern?
Ja, weißt was? Das gönne ich mir jetzt. So, was kannst du mir beibringen? Bring mir etwas bei. Sicher. Ich weiß, ich soll alles in die Stärke investieren, aber jetzt schaut's mal. Strahlungsresistenz, Feuerresistenz, Frost und Gift und guter Esser auch noch. Erhöht die Wirkung, die du als Nahrung gewinnst. Das ist ja echt nicht schlecht. Was haben wir noch? Extra Hitpoints. Gibt dir zusätzlich Lebenspunkte mit jeder Stufe. Boah, das ist... Und Ausdauer auch noch. Erhöht dauerhaft deine Ausdauer. Ja, bist du narrisch. Ich würde sagen, das und das würde ich mal meinen. Das, bitte. Achso, wir haben zu wenig Geld. Ich bin schon wieder gieriger, als ich sein sollte. Hallo. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Ich muss was verkaufen. Und zwar, wir müssen verkaufen. Und zwar, was brauchen wir denn überhaupt nicht? Ja. Die kann er haben. Die Sachen sicher nicht. Die ist eh schon schlechter. Die kann er auch haben. Was haben wir da? Ja, die Süppchen will ich gern behalten noch ein bisschen. Gebratenes Fleisch, ehrlich gesagt, auch. Setzerbrot ist eh nicht so viel wert. Die Stims würde ich auch noch gern behalten. So, was können wir verkaufen? Felle, Fangbein, so ein Grafelwerk, Federn. Kann in freier Natur oder Bücherstuben gefunden werden. Krallen, das schau mal, 100 Stück. Du, ich glaube, wenn wir da jetzt sagen, wir verkaufen jetzt mal 80, ist glaube ich nicht so verkehrt, ha? Zähne, so viel, also 136 Stück brauchen wir nicht, 32 würden uns reichen. Für die nächsten Dritten, also, glaube ich, passt das schon. So, machen wir so. Elektroschrott, bin ich mir jetzt sicher, ob wir das nicht mal irgendwann für Schmied oder so brauchen, weil es ist ein Rohstoff, ne? Also da traue ich mir ehrlich gesagt nicht drüber, das herzugeben. Weil wir werden sicher noch das eine oder andere basteln. Ein Flugblatt geben wir hier. Hammer kann er auch schon 4 Stück haben. Von dieser Verbandskoffergeschichte auch. Öllampen kann er auch was haben. Besen kann er haben. Krug kann er haben. Gute Gabel. War ziemlich fast verdrückt. So. Geldbündel, wie gesagt, möchte ich noch gern behalten. Das sanfte Klopapier ist uns sehr wichtig. Zigaretten habe ich schon wieder so viel, ey. Lass ich vielleicht auch mal. Vielleicht ist das irgendwo anders ein Währungsmittel. Rezept für Hochleistungssuppe könnte ich auch einmal hergeben. Ja, das dürfte, glaube ich, reichen. Also, Handel akzeptiert. So. Und dafür bringst du mir jetzt noch was bei? Bring mir etwas bei. Bitte. Sicher. Sicher. Und zwar, ich möchte auf jeden Fall noch die Hitpoints, die Ausdauer und dann geht sich, glaube ich, noch irgendwas aus. Gift, Frost, Feuer oder Strahlung. Ich bin ehrlich gesagt mehr für Strahlungsresistenz, weil solche Gebiete werden wir wahrscheinlich öfter treffen als wie das. Wobei beides... Ich würde sagen, nehmen wir Strahlung als erstes. Und Gutes. Ich habe jetzt viel auf Überleben. In Überleben investiert, ist mir schon bewusst, dass es vielleicht nicht so schlau ist. Aber wir müssen sowieso noch Level-Ups kriegen ohne Ende. Und die kriegen wir schon noch. Keine Sorge. Das wird alles noch. Kein Stress. So. Ich würde sagen, das speichern wir. Nein, ich glaube, da brauche ich einen neuen Spielstand. Hier. So, ja, bitte. Die Firma dankt. Gut. Dann würde ich sagen, nächstes Questle. Was machen wir als nächstes? Ethan, Gesetz der Berserker. Da ist dann nur mehr quasi, dass wir uns dort aufnehmen lassen dürfen. Eine versprengte Einheit.
Gefangen genommen, sollte mich mit dem Rest seiner alten Einheit abstimmen, wie man ihm helfen könnte. Laut der Koordinaten sollte ich im Osten auf sie stoßen. Ah ja, warte mal. Hauptmission, was hätten wir da noch? Rachefeldzug? Ah, die Macht der Mitte ist eine Hauptmission. Aha, ja, ist logisch irgendwie, ne? Beim Zwecksgefährte, ne? Also... für eine Handvoll Splitter. Da. Die halbdefekte Blechdose. Das würde ich gern weitermachen, ehrlich gesagt. Ich möchte auch gern diese Drohne gern ins Lager bringen. Das ist die Frage, wo müssen wir hin, ne? Okay, die ist ziemlich weit oben. Sehr weit oben. Aha, die ist hier. Naja, wenn wir uns hier hinborden, können wir gleich hier raufhatschen, ne? Ein bisschen auf der Hauptstraße entlang und dann abbiegen. Würde ich sagen, machen wir gleich. Probieren wir, oder? Sicher, warum nicht? Warum denn nicht? Genau, dann haben wir noch ein paar Punkte übrig. Ich habe viel zu tun hier. Noch ein paar Pünktchen haben wir übrig. Zwecks Waffe. Schild geht noch immer nicht, ne? Schild geht jetzt schon. Schild geht jetzt schon. Ah ja, weil wir Dings haben, ne? Ach du Heilige. Würde ich sagen, ich tu... Schild muss extra? Wirklich? Warum eigentlich? Und... der Bogen? Hier. Warum? Jetzt muss ich das gerade ausprobieren. Warum muss das Schild... ich kann denn... ah! 1 und 2 nutzen, dann geht das. Aha. Dann kann man jetzt blocken, ganz normal mit der rechten Maustaste, dann hat man halt das Schild, scheinbar. Okay, wenn man es wieder... okay. Deshalb. Aha, verstehe schon. Okay. Na gut. Ja, muss mir alles lernen, ne? Dann wäre es schon besser... ja, wie gesagt, mit der Armbrust komme ich momentan nicht schmeißen. Peinlich. Das muss ich mir mal im Internet nachlesen. Ich habe das voll vergessen. Muss aber das dann nach der Aufnahmesession hier mal nachholen. Dringendlichst. So, dann sprinten wir mal los. Halt! Viech! Ja, das geht gut! Shit geht gut! Au! 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 Aber das mit der Energie ist halt nach wie vor top. So, jetzt haben wir es. So. Okay. Und ich würde sagen, wir trinken ein kleines Tränkelein. So. Aha, da drüben steht wer. Ist das jetzt nur ein normaler Typi oder hat der auch einen Namen? Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Ach, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ray, du alter Drecksack. Hätte nicht gedacht, dass du noch lebst. Ich wundere mich selbst immer wieder. Ja, ihr Schmusepüppis. Dann haben wir jetzt aber ganz schön was am Hals. Ich will die Kohle für den Steckbrief kassieren. Mhm. Und ihr wollt vermutlich Rays Haut retten. Also, wie machen wir es jetzt? Ihr habt die Wahl. Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Wieso munkeln? Er hat das gerade selber zugegeben. Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Na und, was heißt das jetzt? Ich kaufe ihn dir ab. Gib mir einen Steckbrief und ich lasse dich am Leben. Na, gib her. Ich kaufe dir Rays Steckbrief ab. Na schön, dann zahlst du aber die volle Summe von 1000 Elixit. Also exakt das, was auf dem Steckbrief steht. Ich hab das nicht. Ich habe keine 1000 Elixit. Das ist nicht mein Problem. Schlechter Deal. Tja, daneben nicht. Nee, Freundchen. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich jetzt einfach wieder gehen lasse. Ich brauche Geld. Ich kaufe dir Rays Steckbrief ab. Na schön, dann zahlst du aber die volle Summe von 1000 Elixit. Ach, Hupfigatsch.
Also exakt das, was auf dem Steckbrief steht. Dann sowas, ne? Ray ist echt viel wert. Muss ich das jetzt echt nochmal laden? Ich versuch's mal. Den muss ich ausweichen. So schnell komme ich nicht an Geld. Nee, Freundchen. Aha, verstehe. Ja, ja, ist ja schon gut. Wie schauen wir da aus? Wahrscheinlich auch im Gespräch. Hä? Aha. Aha, da sind wir. Okay, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich muss den ausweichen. Da habe ich jetzt mal eine komische Frage. Ich habe dieses Zeug gerade vorhin gelootet. Blödsinn. Ich wollte nur fragen, ob gewisse Pflanzen eventuell, wenn man längere Zeit nicht mehr in dem Gebiet war, ob die irgendwann wieder quasi nachwachsen. Aber ich glaube, das war gerade Blödsinn. Ich wollte das vorher looten, genau bevor ich wieder aufgenommen habe. Weil ich wollte ja bei dem einen... Ich wollte zurück zum Lager laufen und da bin ich drauf gekommen. Ja. Das mal. Ohne Schlüssel wird das nichts. Und sie importen kann. So. Schnell mitnehmen das Zeug und dann lesen wir den ominösen Brief. Den kannte ich noch nicht. Also. Ominöses Briefelein. Wo bist du? Hier drinnen und da drinnen und dann bei O. Da. Schriftstück. Ach, nicht im Ernst. Wert 5 Elixit. Seltsame Hinterlassenschaft eines gewissen Fred. Feuerstein? Fred war hier. Tja, schön für dich, dass du da warst. Freut uns wahnsinnig. Halt. Assel, komm her. Ah ja. So. Das hat sein müssen. Also, jetzt einen großen Bogen um den Kerl da drüben machen. Genau. Genau, das Schild wollte ich eigentlich auch noch. Au, au. Das Schild wollte ich wieder ausrüsten, stimmt. Jawohl, das ging gut. So, nehmen wir mit. Stimmt. Das muss ich auch noch schnell machen. Also. Und zack, zack. So, genau. Also, 1 und 2. Passt. Na, wegstecken. So, dann machen wir einen Bogen um den Kerl. Das Giftkraut nehmen wir mit. Tap, tap, tap. Jetzt kann uns sowas halt wahrscheinlich öfter passieren, dass wir einfach in der Wildnis herumstravanzen und irgendwann quatscht uns so ein Kerl an. Das heißt, ich muss immer schauen, dass ich mindestens 1000 Elixit immer für Ray zurückbehalte. Boah, der Kerl ist ganz schön teuer. Oje, da sitzt auch jemand. Ich speichere mal. So. Ja, bitte. Du liebes bisschen. So. Na, wer bist denn du? Radok. Hm. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander? Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Deine Drohungen lassen mich kalt. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Ich denke ja. Das obere vielleicht zuerst? Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Die Waffen meiner Gegner. Nie benutzt, nur einmal fallen gelassen. Die meisten begehen den Fehler und unterschätzen uns in vielerlei Hinsicht. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Oh, drum lächelt er. Er wirkt doch nicht so kalt wie die anderen Artgenossen von ihm, ne? Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern. Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern.
Ich musste sie töten, ohne dass ein Wort verschwendet wurde. Mhm. Ihr Fanatismus ist mir fremd. Dennoch hat er gereicht, mich zu attackieren. Zwei von ihnen konnte ich erwischen. Die anderen beiden sind noch in der Nähe. Gut, dass du keiner von ihnen bist. Die Gefahren, denen wir Separatisten uns stellen müssen, nehmen mit jedem Tag zu. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Oh. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Du bist ein netter Kerl, sicher. Du kannst auf mich zählen. Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Na, wir helfen dir. Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Dich hole ich mir. Ah, danke. Oh, mal dir. Zwei gleich. Zack, rein ins Kreuz. Okay, mal. Ja, bitte, Ray. Das wäre mir jetzt sehr nett. Komm, Energie. Jawohl, der erste ist schon weg. Sehr fein. Und der zweite auch gleich. Jawohl, mit Erfahrungspunkte. Sauber. So, dann nehmen wir mal alles mit, was die so haben. So. Oh, die Truhe nehmen wir auch mit. Ring des Widerstandes. Erhöht die Lebenskraft und die Ausdauer. Boah, das ist ein Luxus. Maximale Gesundheit plus 10. Ich glaube, den haben wir aber schon, ne? Schade ist halt echt, dass wir nicht zwei Ringe tragen dürfen. Kleiner Heiltrank, Radosks Bericht. Aha, ein Schriftstück und Elixit. Wir nehmen alles mit. So, den Kleriker, da rauben wir auch noch aus. Na, mein Freund. Die Kleriker liegen im Staub. Ja. Und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Da, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Ich wüsste da ein tolles Hüte Lager dich für dich. Vor den Elexitoren. Okay, erwindert. Na gut. Super gelaufen. Und der Part ist auch schwer zu Ende. Aber immerhin, wir haben da noch die Quest hier fertig gebracht. Geht ja. Schön. Das ist ganz speicherungswürdig. Und somit, meine Lieben, werden wir auch den Part hier beenden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!